anziehen. Ich muss was Neues anziehen? Mhm. Warum? Weil du einen Schlafanzug anhast. Und du? Ich habe keins. Hä? Das ist doch dein Schlafanzug, was du anhast. Nein. Ein Pullover. Oh, sorry. Und ich habe einen Schlafanzug an. Ja. Nein, Simba! Simba, nein! Ja, guck mal, jetzt ist er runtergegangen. Super, Eliana! Ja. High five! Ich kann's alleine! Okay. Ja, ich wollte gleich Papier. Sie will was basteln. Heute Morgen habe ich aus Versehen Fuck gesagt, weil ich so vor mich hingedingst habe, geflucht habe. Und Eliana dann so, Fuck! Und ich dann so, nein, das darf man nicht sagen. Ja, ich hol dir Blatt. Willst du auch Schere und Buntstifte? Ich hab schon. Ach so, du hast schon geholt. Okay. Das hier, das finde ich übrigens richtig praktisch. Vom Ikea kann man immer wieder ein Blatt abreißen. Warte. So. Ja, Eliana darf schon eine richtige Schere benutzen. Gell? Keine Kinderschere. Du bist kein Kind mehr. Spaß. Wir haben einfach keine Kinderschere hier. Aber sie kann eigentlich echt gut damit umgehen. Willst du mal kurz zeigen, wie gut du schneiden kannst mit der Schere? Ich mal nochmal. Also erstmal und dann schneiden. Okay. Was malst du jetzt? Eine Sonne. Eine Sonne? Wow. Sieht ein bisschen aus wie ein Luftballon. Ja. Sie hat jetzt gerade nämlich eine Phase, wo sie wirklich alles hinterfragt. Also als ich Fuck gesagt habe, hat sie ja dann auch Fuck gesagt, dann habe ich gesagt, nein, das darf man nicht sagen. Und dann sagt sie, warum? Ja, das ist kein gutes Wort. Warum? Das ist ein Schimpfwort. Warum? Keine Ahnung, weil es einfach so ist. Ja, keine Ahnung. Also egal, was ich sage, sie fragt, warum. Und ich habe dort irgendwann keine Erklärung mehr. Naja, egal. Auf jeden Fall esse ich jetzt mal was. Eliana hat auch schon gefrühstückt. The fuck? Ich wollte Eiswürfel haben. Ja, heute ist ein richtig schöner, sonniger Tag und es ist Wochenende. Wir fahren heute, also ich bin schon ready gemacht, weil wir fahren heute zu unserem Vater. Heute ist nämlich sein 75. Geburtstag. Krass, unser Vater ist echt alt. 75. Und deswegen, ja, und deswegen habe ich gestern auch noch einen Apfelkuchen gebacken. Ich hoffe, der ist gut geworden, weil ich habe ihn einfach im Ofen vergessen. Ja. Ich habe ihn einfach im Ofen vergessen. Ich habe nämlich die Zeit eingestellt und dann ist es nach 35 Minuten ausgegangen. Also ich habe es dann auch ausgemacht, aber ich habe den Kuchen noch weiter drin gelassen. Deswegen, ich hoffe, der ist nicht irgendwie ausgetrocknet oder so. Keine Ahnung. Ja, ich frage mich, ob ich es auch erstmal in der Springform lassen soll. Nee, ich glaube, ich mache es weg. Scheiße. No risk, no fun. Okay, let's do this. Sieht schon mal ganz gut aus. Dieser Kuchen ist ja vegan, also ich habe den komplett aus pflanzlichen Produkten gemacht. Das Rezept habe ich übrigens auf in meinem Instagram-Account in den Highlights gespeichert, just saying. Also falls ihr es nachmachen wollt. Und bei dem muss man voll aufpassen, dass er halt nicht bröselt, weil dadurch, dass da halt keine Ahnung zum Beispiel, dadurch, dass halt auch kein Ei oder sowas drin ist, dann habe ich das Gefühl, also bindet sich der Teig halt nicht so gut.
Das hat so weh, Leute. Hat keiner gesehen? So, das hier ist so praktisch, ne? Weil gerade wenn man es aus so einem Ding rausholen will, ich hoffe, der zerfällt jetzt nicht auseinander. Beziehungsweise, ich mache einfach so. So. Okay. Perfekt. Jetzt werde ich das Ganze noch mit Puderzucker bestäuben. Ich hoffe echt, dass da gut geworden ist. Der war halt echt lange im Ofen, ne? Ja. Fertig. Ich würde gerne eins probieren, einfach nur um zu gucken, wie der geworden ist. Immer wenn ich so Kuchenbehälter trage, habe ich immer so Schiss, dass es auseinanderfällt, weil diese Griffe sind ja meistens immer oben am Deckel und ich denke mir immer so, oh mein Gott, ist das sicher? Deswegen muss ich immer so halten. Hallo. Also wir sind jetzt in Marburg angekommen, wir sind noch kurz einkaufen. Und zwar haben wir jetzt noch ein paar Getränke gekauft und die haben auch einen Kuchen gebacken. Was habt ihr gebacken? Berry Chantilly. Was? Oder ist es mehr so ein... Ah, es ist mehr wie so ein Tiramisu mäßig. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Heute bewerten wir wieder von 1 bis 10. Echt so. Ja. Und ich bin so gespannt, wie mein Kuchen ist, weil ich habe meinen Kuchen gestern einfach im Ofen vergessen. Und zwar, also das war die letzten Male, ach, ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe, aber es war die letzten Male auch schon so, dass ich habe diesen veganen Apfelkuchen gemacht und habe den 35 Minuten backen lassen. Also gebacken und hab's dann, also hab den Ofen ausgemacht und hab den Kuchen immer nur so 5 bis 10 Minuten immer noch drin gelassen, damit oben so schön goldbraun wird. Und diesmal habe ich es einfach vergessen, habe ihn 1 Stunde drin gelassen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der ist, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Füllung irgendwie trocken geworden ist oder so, weil eigentlich ist die so richtig schön cremig, so puddingmäßig. Aber ich glaube, das ist nicht so gut. Egal. Es gab übrigens keine Cola im Lidl. Also es gibt nur große. Okay. Natürlich Pepsi geholt. Kannst du damit leben? Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall zu unserem Dad. Und feiern seinen 75. Party! Geht's dir gut? Ja. Wir haben deinen Staubsauger dabei und Mikrowelle. Ich hol das kurz noch aus dem Auto. Alles Gute zum Geburtstag. Du bist die Frau vor die Kamera. Ja, genau. Oh ja. Oh ja. Das ist von Juliane. Oh. Oh, jetzt musst du dich entscheiden. Alle rein. Und wie alt bist du geworden? Oh. Hä? Hast du dein Hörgerät nicht drin? Hast du es drin, dein Hörgerät? Ja, ja, ja. Was hast du gefragt? Wie alt du geworden bist? 77. Das ist anscheinend ein Jubiläumstag. Mhm. Der Ministerpräsident von Hessen hat mir geschrieben. Echt? Unser Vater hat sich übrigens zum Geburtstag eine Mikrowelle gewünscht und einen Staubsauger. Da ist der Staubsauger, also im Gebrauchten, und eine Mikrowelle. Und die stellen wir jetzt hier hin.
unser Essen. Wir haben gekocht. Es gibt Burger King und Pizza bestellt. Ein bisschen zu viel. Ich finde die so riesig. Die ist so riesig. Ich dachte, also, das wäre nur sowas. Ja, habe ich auch gedacht. Und hier ist dann nochmal also eine ganze Partypizza. Ups, Salami drin. Ja, man sieht das nicht so. Und das ist Margarita. Und Burger King haben wir auch bestellt. Und eigentlich sind wir schon satt. Ja. Ne? Aber gut, man kann es ja später essen. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Yeah. Woo! Paunahin ko na sila dyan para sa sinunod. Also ich habe jetzt einen Kuchen von Angelina probiert. Ist eine 8 von 10. Und also bei mir ist eine 8 von 10 gut. Also es schmeckt, im Großen und Ganzen schmeckt es. Der Teig ist noch ein bisschen leicht salzig. Ist es gewollt? Alle gehen manipulierte Erdbeere. Ja. Ja, gehört dazu. Aber die Creme ist richtig lecker. Was ist die Creme? Ist es aus mit Sahne und Frischkäse? Mascarpone. Ah, Mascarpone. Mhm. Mhm. Doch, aber schmeckt gut. Guck mal. Ja, das ist schon abgelaufen. 28.02.21. 28.02.21. Also cut. Ja, aber warte mal. Sorry, aber warte das mal. Kann ich noch essen. Das hier. Wie lange ist das da schon drin? Wie lang? Kannst du dir das sagen? Oh mein Gott, schmeckt doch nichts. Ich glaube, das schimmelt schon. Was? Nein, das ist noch Dreck. Ach so. Hey, außerdem ist es im Kühlschrank gewesen, das kann man bedenkenlos noch essen. Wenn ich morgen sterbe. So morgen so Lebensmittelvergiftung. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder zu Hause. Ich habe mich auch schon abgeschminkt. Wir hatten heute echt einen richtig schönen Tag mit unserem Dad. Also wir sind noch spazieren gegangen in Marburg. Das hier ist mir zu suspekt. Sorry, ich muss es... Guck weg. Lebensmittelverschwendung. Wir sind noch spazieren gegangen in Marburg und haben noch Bubble Tea getrunken. Und der war echt cool. Das ist nämlich so eine Bubble Tea Kette, die es bei uns auch in Karlsruhe gibt. Hä? Ist das noch gut? Hä? Denkst du eigentlich, bei mir ist alles verschimmelt oder was? Nehmen wir mal bei uns. Deswegen. Auf einmal so wirklich schön. Nee, das haben wir da gekauft. Oder? Doch, guck mal. Ah, das Mindesthaltbarkeitsdatum steht immer auf dieser komischen Klammer. Ey, so denke ich mir auch. Wer hebt diese Klammer auf? Echt so. Das machen wahrscheinlich die meisten, aber ich habe immer dieses echt? Ding. Ich mach so. Damit es wirklich luftdicht ist. Ich mach so. Aber das ist besser, weil dann da kommt keine Luft rein. Leo hat mal eine Story gemacht. Wo er Sandwich mal oder so ein Taco oder so Wrap in sowas. Und dann haben wir eine extra, seine Story. Machst du Doppelkäse rein? Ja, das Beste. Ja, ich dachte, du riechst Pickel davon. Ganz ehrlich. Scheiß drauf. Ich lebe nur einmal. Was ist denn Wunder für dich, dass du Pickel kriegst? Auf jeden Fall hat mir eine dann geschrieben, so hat mir eine die Story von Leo geschickt und hat gesagt, boah, der ist echt Husband Material, der macht sogar Backpapier in das Ding. Weißt du, wie er das vorher gesagt hat? Ich. Ich esse hier übrigens jetzt Lucky Charms, das haben wir auch in Marburg gekauft, in so einem amerikanischen Kiosk. Es ist ein amerikanischer Kiosk gewesen, keine Ahnung, auf jeden Fall gab es viele amerikanische Sachen. Ich habe auch welche geschrieben, das gibt bei Rewe. Ich denke mir so, echt jetzt? Nein. Ja, es hat mir auch einer geschrieben, die haben das in ihrem Edeka oder so. Und dachte ich mir so... Das kann nicht sein. Glaube ich dir nicht. Zeig. Liebe. Aber vielleicht, weiß ich, so jeder Edeka... Weil guck mal, ich habe jetzt 12 Euro dafür bezahlt.
Zahlt ihr 12 Euro in eurem Edeka für das? Ich glaube nicht. Stell dir vor, das gibt's wirklich im Rewe so für 2 Euro. Und ich so, echt jetzt? 2 Euro ausgegeben, egal. Auf jeden Fall hatte ich richtig Bock auf Lucky Charms jetzt. Ich hab doch auch was gekauft. Hä? Was hast du gekauft? Ach, Tarts. Ah, wo sind die? Im Auto wahrscheinlich. Nee, meine Jacke. Vor allem er sitzt dann immer so richtig so wie so ein so. Stück Elend da. So. Weißt du, das tut einem richtig leid. Ja, so. Und dann guckt er auch immer so. Alle machen so. Du schaust halt an Meinung. Ja, egal, auf jeden Fall. Nimmer! Papa, mal, er denkt jetzt, er kriegt was. Oh, du Armer! Ich mix das immer mit Vitalis. Und zwar Double Chocolate. Die Kombi schmeckt richtig, richtig geil. Me versus you. Unterschiedlicher können sie nicht sein. Wer ernährt sich besser? Mm. Oh. Samstagabends, andere besaufen sich. Wer? Andere. André. Mukbang. Mhm. Hier ohne Fragen. Mukbang machen. Ja, mit Sekunde drin. Bei uns ist es auch so krass, vor allem wenn wir mit Yannick sind. Deswegen sind wir mit Yannick befreundet. Wenn wir essen, dann ist es einfach still. Für 5 Minuten. Also erstmal essen wir richtig schnell. Wirklich so, ich glaube nicht mal 5 Minuten. Wir haben, also unser Gericht ist immer so wirklich sofort inhaliert. Und es ist während dieser Zeit einfach komplett still, als wäre so eine Regel so. Keiner darf beim Essen reden. Deswegen, wir könnten keine Mukbangs machen. Es wäre immer still. Aber irgendwo, ich mag es eigentlich ganz gerne, Mukbangs anzugucken, aber ich krieg dann immer voll Hunger. Mhm. Wir essen jetzt eigentlich auch nur, weil wir das Video gesehen haben. Wir gucken nämlich so einen Vlog von Aspen. Die haben sich was bestellt. Die haben sich was bestellt und wir dachten so, boah, ich hab richtig Bock drauf, ey. Deswegen, aber die hatten nur so Fernsehessen. So Acai-Bowl und wir so. Bei Mukbangs regt sich immer voll auf, wenn die so essen und die stochern so voll lange in ihrem Essen rum. Ich denke mir so, weißt du, so die gehen mit der Gabel rein und dann nehmen die was auf und du denkst dir so, okay, jetzt essen die es. Und dann gehen die wieder mit der Gabel rein und stechen und dann nehmen die wieder was auf und du denkst dir so, ja, ess. Und dann stechen die wieder rein. Weil die wahrscheinlich reden. Ja. Ich höre, glaube ich, in dem Moment gar nicht wieder zu. Ich gucke einfach nur diese Gabel an. Wann berührt diese Gabel ihren Mund? Vielleicht hat sie auch den Teil, wo sie gegessen hat, weggeschnitten. Also kann auch sein. Wenn sie redet. Okay, tschüss. Das war's dann mit diesem Vlog, ne? Tschüss. Machen wir so eine Shisha an. Und dann machen wir nochmal. Ja, zweiter Kopf. Zweiter Runde. Weekend Vibes. Okay, ciao.